Und du bist auch tot. Und die Rattenmenschen, die jagen wir, machen wir gerade die Schmiede kaputt. My prowess is unmatched. Das war meine Schmiede. What a delicious looking reward. So, wenigstens sind die Dents schon mal weg. Es ist wirklich schwierig in der Mission, dadurch, dass wir keine Ranger-Gilde haben. Und dass Diebe Hosenscheißer sind. Ja. Ich habe noch einen einzigen Wizard. Die können halt in der Mission wirklich nicht viel machen, weil die Medusen oder Medusas ach ja, die Schmiede steht noch nicht. Your Majesty, a new building is complete. Und jetzt haben wir auch schon einen Friedhof, weil wir zu viele tote Helden haben. Ja, erscheint in einem Kingdom mit vielen gefallenen Helden, weil ich viel zu viele Magier ausgebildet habe. Kann ich angegriffen werden? The local blacksmith offers new services. Und es könnten Zombies und Skelette auftauchen, um unsere Stadt zu heimzusuchen. A foul beast approaches. So, neue Reward Flag. Call in the reinforcements. Ja. Gold, Your Majesty. Eigentlich sollte ich fast noch ein zweites Guardhaus jetzt hier hinbauen. Your Majesty, a new building is complete. Hierhin, damit wir hier doppelt abgesichert sind. Beast approaches. So. Tax collector. My ambition. Da kommen nämlich schon die ersten Skelette. Blacksmith offers new services. Your Majesty, a new building is complete. In the name of the sovereign. So, Pfeile erforschen. Your Highness, we've improved the guardhouse. In the name of the sovereign. I'm done for. So. Problem? A foul beast approaches. Sovereign, a building has been upgraded. So, mal gucken, wie weit wir mit Farsight jetzt sehen. Da sind noch mehr Dents. Also ja, das könnte die richtige Richtung sein. Deswegen werde ich mal ein bisschen Geld weiter reinstecken, damit wir hier die Dents loswerden. Weil von überall werden wir von diesen blöden Bären invasiert. I serve with pleasure. So. Die Sewers und eigentlich auch der Graveyard müssten gesichert sein. Komm, die ist hinter dir. Dreh dich um und töte sie. One hit.
Sag bloß, du kriegst die Medusa jetzt gleich kaputt. Er hat die Medusa. Er hat die Medusa kaputt gekriegt. Wo ist er jetzt hin? Er ist irgendwo ein Bounty angreifen, okay. Vielleicht wird es Zeit, dass wir doch noch mehr Wizards rekrutieren. Ach ja, und hier können Helden auch ihre Waffen verzaubern lassen. Das ist auch immer praktisch. Genau, greif den Bären an. Aha, my services are required. Und wir haben tatsächlich einen unserer Krieger verloren. Und er hat den Fireball und Teleport. Ja. Er hat aber keinen Teleportationsring. Gut. Noch ein Wizard Tower hier oben hin. Dann werden wir hier noch erkunden können. Jetzt haben wir da drei Wizards. Ne, zwei Wizards. Ja, die gehen voll ab jetzt. Your Majesty, our new building is complete. Und wir sollten einmal die Library ausbauen, sehe ich gerade, damit wir mehr Zauber zur Verfügung haben. I'm done for. Ja, guckt mal an, wie sich die Helden jetzt drum prügeln. My ambition has paid off. What a delicious looking reward. You won't get my gold. So, der Turm ist auch fertig jetzt. Und da ist der Prison Tower. Ja, ihr habt den Turm entdeckt, in dem der Prinz gefangen gehalten wird. Zerstört ihn und befreit ihn. Sovereign, a building has been upgraded. Gut, ich will aber noch gucken, was in der unteren anderen Ecke ist. Das heißt, ich werde hier einen Wizard-Turm noch hinstellen und hier hin leuchten. Ah, das kann ich ruhig bei 500 lassen. Ich setze mal zwei Explorer Flags hier hin. Eine setze ich hier hin. Und noch eine hier hin. Your Majesty, our new building is complete. So, dann können wir hier noch einen Blick riskieren. Hier scheint allerdings nichts mehr zu sein. Hier wäre ich halt wirklich noch neugierig, was hier sein könnte. Weil es sind ja noch ziemlich viele Kreaturen unterwegs. So. Meteoritensturm. Powershock für intelligente Helden. Flameshield für intelligente Helden. Das klingt alles eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ist halt die Frage, wie definiert man intelligente Helden? Er hat zum Beispiel Int-Wert von 14. Ein Krieger hat... Your Highness, our research in the library is complete. Ein Krieger hat Intelligenz von 11. Er ist ziemlich mutig. Er hat zwar noch 20 HP, aber er hat auch noch genug Heiltränke. What a
Ja, und der da klappert gerade die ganzen Rewards ab. Und macht sich wieder die Hose. Gut, dann würde ich sagen, wir geben einen schönen, saftigen Reward auf den Prison Tower ab. Dann können wir nämlich eigentlich ziemlich viele Helden anlocken. Ah, 4 haben wir schon mal. Also ja, wenn wir auf den Flag klicken und hier auf View Heroes klicken, sehen wir, welche Heroes gerade an dem Reward interessiert sind. Im Augenblick sind es ein paar. Wenn sie nicht gerade abgelenkt sind. Das war wieder einer meiner Wizards. Aber nur der Level 3 Wizard. I serve with pleasure. Tax collector. You won't get my gold. Wizards sind halt wirklich zum Beispiel gegen Trolle ziemlich gut, weil Trolle haben viel Leben und regenerieren sich, aber sie haben verdammt schlechte Resistenz, also Magieresistenz. So, erforschen wir noch den Power Shock hier. Und wir müssen mal unsere Spiele wieder upgraden. Oh, wir haben da doch gleich den Veteranen erforscht drin. Your Highness, our research in the library is complete. Collector. I serve with pleasure. My power grows. Your Highness, we've improved the guardhouse. So, wir haben den We are victorious, Your Majesty. Tempel zerstört. Sehr schön. Oh, da ist sogar noch ein Obelisk. Majesty. Your heroes have returned the Prince of Valmorgan to his kingdom. A caravan from the Queen of Valmorgan now waits at our gates. The treasures it carries are most glorious to behold. But more important is this brief note from the Queen herself. She writes, "My thanks for the recovery of my son goes beyond any material reward I could offer. Your compassionate leadership is an inspiration to all of Ardania." Danke dafür. Also ja, wir wurden von der Queen mit Geld belohnt und mit guten Worten, dass unsere Führung vorbildlich ist. Turn back. Ja, ich wollte noch gucken, was auf dem Ding geschrieben steht. A building has been upgraded. Okay, wir haben wieder 26 Tage gebraucht. Können ins Main-Menü zurückkehren. Sehr schön. Damit haben wir schon mal die 4 Missionen hier erfüllt von den Beginner-Missionen. Es fehlt nur noch der Wizard's Curse. Wir haben jetzt Elfen-Treachery freigeschalten. Also eine Mission, die ich auch nicht so gern mag, aber die wir irgendwann mal machen müssen. Genauso wie der Deal with the Demon. Wir werden vorher die anderen Advance-Quests machen. Quest for the Crown. Quest for the Ring. Brauchen wir auch alles, um das hier freizuschalten. Diese Expertenquest mit den Minotauren. Also die beiden werden wir vorher machen. Und natürlich. Oh, Quest for the Holy Chalice. Also für den Heiligen Gral. Das sind also 3 Königsquests, mehr oder weniger. Und Free the Slaves, das wird die erste Advance-Quest sein, die wir machen, weil ich die noch ziemlich in Erinnerung habe von damals, als ich das erste Mal gespielt habe. Das ist eine der eher einfacheren Advance-Quests. Horde of the Goblin Hordes könnte ein bisschen schwieriger werden. Und ja, natürlich die beiden Zeit-Quests hier. Aber ja. Bevor wir uns darum kümmern, jetzt gibt es erstmal einen Cut. Wir haben mit 3 Missionen schon mal recht viel geschafft. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.